Guten Abend, liebe Leute. Heute geht's weiter mit Fire Emblem. Praktischerweise stand hier die Konsole noch genau da, wo wir letzte Woche ausgemacht hatten. Und von daher machen wir jetzt einfach weiter. Wir können jetzt nämlich das Gelände hier erkunden. Und das tun wir dann mal. Das mache ich einfach mal zu, das. Das ist also mein Zimmer. War da gerade eine Mädchenstimme oder bilde ich mir das ein? Schönes DLC. Oh, ich hatte mir den Season Pass gegönnt. Also. Und hab den auch einmal durch den DLC Fahle Schatten. Daher. Was auch immer das ist, gucken wir uns später an. So. Tagebuch. Was können wir da Schönes machen? Tag der Erscheinung wurde freigeschaltet. Du kannst jetzt ändern, wie Charaktere im Kloster, im Kampf und bei Ereignissen aussehen. Stimme und Profilbild werden nicht geändert. Infolge der übertragenen Speicherdaten deines beendeten Spiels kannst du zuvor erspielte Fähigkeiten. Nein, Fertigkeit. Unter anderem nun mit Reputationspunkten wieder freischalten. Wappen-Items sind auch erhältlich. Na dann. Unter Charaktererscheinung kann man jetzt hier wirklich dann. Aber erwartet nicht zu viel. Ja, das Kostüm quasi ändern. Also normal ist Standard ist hier die Kriegskleidung bei ihr. Akademie-Uniform mit Umhang. Na komm. Wunderschön. Ohne Umhang. Besonders dieser Haarreifen, wie hübsch. Trainingsbekleidung. Ganz sporty. Dienstbotenkleidung. Lacht nicht. Keine Ahnung, was das soll. Oder mit rosa Streifen. Sommerbekleidung. Naja, ein bisschen luftig für meinen Geschmack, so als Kampfklamotte, aber bitteschön. Abendgarderobe. Stealth Insignien, die sind auch zwischendurch irgendwann freigeschaltet worden. Klar, so renne ich auch immer in dem Kloster rum. Tanzkostüm. Ja, da gilt das Gleiche. Also, ich bleibe immer einfach dabei. So, das war's ohne Brille oder mit Brille. Mehr Varianten gibt's da nicht. Ach, mach weg da. Und im Kampf kann man jetzt sagen, dass sie dann die entsprechenden Klassen, ja, Klamotte anhaben soll. Oder halt das, was sie auch im Kloster anhat. Und ich hätte gern, dass sie da einfach das anhat, was sie auch im Kloster anhat. So, das war das. Kannst du jetzt echt für jeden Einzelnen hier einer Leutchen, also natürlich nur vom eigenen Haus die, aber
Ja. Ich weiß ja nicht. Ganz ehrlich, Leute, ich lasse das einfach immer so, wie das ist. So richtig dolle finde ich das. Dozentenrang. Wie viele Dozentenpunkte haben wir denn? 23.200? Aber ich muss die wahrscheinlich nacheinander freischalten, oder? Ich kann nicht gleich auf A gehen, oder? Doch? Oder machen wir das doch, ne? Ab Dozentenrang C kannst du einen Adjutanten anheuern, der eine Einheit deiner Wahl im nächsten Kampf begleitet. Die Anzahl der Adjutanten, die für einen Kampf anheuern kannst, steigt mit deinem Dozentenrang. Adjutanten bieten je nach Klasse eine von drei Hilfen an. Folgeangriff. Adjutant führt manchmal einen Folgeangriff durch. Schutz. Adjutant verteidigt gegen Folgeangriff und reduziert Schaden. Also noch mehr konnten sie auch nicht abkürzen. Heilung. Adjutant wirkt manchmal heilen am Anfang der Runde. Adjutanten sind umso effektiver, je höher ihr Unterstützungslevel ist. Sie erhalten Erfahrungspunkte im Kampf, aber bei ihren Waffen verlieren. Entschuldigt. Aber ihre Waffen verlieren keine Haltbarkeit und sie sterben nicht, wenn ihre Einheit besiegt wird. So, das habe ich mir bis A halt schon über das letzte Spiel ja, mühsam freigeschaltet. Geht über Quests, über die Story und so weiter und so fort. Steigt man halt, ne, immer weiter im Rang auf. Wie gesagt, da das ja hier ein Spielstand Plus ist und ich mir den jetzt einfach wieder freischalte. So. Unterstützungslevel. Ich weiß nicht, inwieweit ihr die Fire Emblem-Reihen schon kennt, aber man kann halt ja, zwischen den einzelnen Charakteren bauen sich halt auch immer ja, entsprechende Beziehungen auf, die dann mit den Buchstaben C bis A ja, ausgewiesen werden, wobei A die, ja, ich sag mal, beste Freundschaft ist. Und dann gibt es nur noch die S+ bei manchen oder S. Das ist dann eher so die, ja, Liebesbeziehung. Gibt es hier auch, soweit ich weiß, aber hatte ich, glaube ich, gar nicht. Aber wie ihr seht, alle stehen im Moment noch auf C. Das ist natürlich alles zurückgesetzt worden. So, Fähigkeitslevel. Da ist genau das Gleiche. Das geht unten bei E los und arbeitet sich bis A hoch. Wobei dazwischen dann immer noch die Plus-Klassen liegen. Also ihr seht hier zum Beispiel, meine Beilet hat die Schwertfähigkeit D+. Und bei der Lanze aber zum Beispiel nur ein E. Und bei der Faust ein E+. Und so steigert sich das halt immer weiter. Die mit blauen Pfeilen gekennzeichneten sind halt die, die dem Charakter liegen. Und dann gibt es noch, ich weiß nicht, ob die da was hat. Nein, aber mit rotem Pfeil nach unten entsprechend, die einem halt überhaupt nicht liegen. Wobei man auch die wegtrainieren kann und der Charakter erkennt dann zum Beispiel irgendwann, ach gut, ich finde da ja doch ganz toll dran. Also alles relativ. So. Ja, hier den nochmal aufmachen. Seht ihr, hier sind einmal rote Pfeile nach unten. Also Claude ist jetzt für Lanzen nicht so richtig voll geeignet. Aber wie gesagt, wenn man ihn das oft genug machen lässt, dann gewöhnt er sich quasi irgendwann dran und findet dann ganz toll dann. So. Was haben wir hier noch? Die Klassenfertigkeiten. So. Meine Beilet ist momentan Bürger. Mit bestandenem Examen. Erleuchtete, was ist das? Weiß ich nicht. Achso, das sind die, die sie gelernt hat. So rum war es. Bürger und Erleuchteter und in der Primärstufe die Myrmidone. Ich habe in der letzten Durchspielen immer allen mit der Faustkampf gekämpft. Und den Abschlussphase gegeben. So. So, und dann haben wir hier noch die Wappen-Items. Kann man da irgendwo Details? Ja, so. Hi, der Witzka. So, die Wappen kann man den Charakteren auch noch zuteilen. Und wie ihr hier bei dem Himmelsdrachenkraft zum Beispiel seht, erhält der Anwender das Seraph-Wappen und erhöht damit. Was war jetzt nochmal? Kraft? Schaden wahrscheinlich. Bei Kampf. Lichtdrachenkraft erhöht manchmal, ich weiß nicht, was es ist, aber ich stehe auch heute ein bisschen auf dem Schlauch, also verzeiht mir bitte von Heilmagie Kraft. Ja, ich denke. Listdrachenkraft.
Erhöht die Magieangriffe. Bla. Das war das. Und dann haben wir hier noch, einigermaßen wichtig, die Pinnwand. Da werden alle Quests, angenommene wie verfügbare, angeschlagen. Also hier zum Beispiel ein guter Fang, eine Angelquest. Ja, man kann hier angeln. Kann ich euch gleich zeigen. Also ein guter Fang. Hallo zusammen. Helft mir doch bitte dabei, einen leckeren Fisch zu fangen für die Feier zum Tag der heiligen... Ah, Zettlin? Ich weiß nicht, wie sich das spricht. Okay. Besuche diesen Ort, in Klammern Speisesaal, um die Schnellreise dorthin freizuschalten. Gut. Der erste grüne Daumen. Könnte etwas Hilfe beim Anbau von Gemüse gebrauchen. Gut. Und gemeinsame Mahlzeit. Das Essen im Speisesaal sieht richtig verlockend aus. Will jemand vielleicht gemeinsam mit mir essen? Insbesondere Damen sind willkommen. Ja, Sylvain, wer sonst? Achso, genau. Und da auch steht auch noch bei, wer dir die Quest gibt. Die Fischquests von Flayne, der erste grüne Daumen von Dedou und die gemeine Mahlzeit von Sylvain. Wöchentliche Kundgaben haben wir gerade keine. So. Das war das. So viel laber ich sonst in der Woche nicht. These are the students' quarters. To better help you supervise them, you also have a room here. Your room is here at the end. Das hier sind die Quartiere der Studenten. Ihr habt hier ebenfalls ein Zimmer, damit ihr sie besser beaufsichtigen könnt. Es liegt ganz hinten. Commoner students also reside on the first floor, while the second is primarily for students of noble birth. Bürgerliche Studenten wohnen ebenfalls im Erdgeschoss, während der erste Stock hauptsächlich für Studenten von adliger Geburt reserviert ist. As a rule, we try to avoid discrimination based on social status here, but the nobility can be quite insistent when it comes to matters of propriety. Generell versuchen wir niemanden wegen seines sozialen Status zu diskriminieren, aber der Adel kann bei Fragen der Schicklichkeit hartnäckig sein. Speaking of, it would be best for you to avoid improper conduct. I expect you to set a good example for the students. Apropos, es wäre gut, wenn ihr unangemessenes Verhalten vermeiden könntet. Ich erwarte, dass ihr den Studenten ein gutes Beispiel seid. Wir werden es versuchen. So. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Fischteich. Dann zeige ich euch mal das Angeln. Und man kann wirklich mit fast jedem quasseln. I'm not too keen on the professor of my class. I really hope to focus more on strategy. Ich bin nicht so begeistert von meinem Magister. Ich würde gern mehr über Strategie lernen. Maybe I should talk to my professor about transferring to a different class. Vielleicht sollte ich mit meinem Magister darüber sprechen, ob ich in ein anderes Haus wechseln darf. Okay, das wollte ich ja später zur Sprache bringen, aber gut, wo sie es gerade erwähnt hat. Es ist auch möglich, Studenten quasi von anderen Häusern abzuwerben, um bei dir selbst unter. Ja. Guck mal, auch hier treffen wir den Du auf dem Weg, der mit der Gärtnerei-Quest, von daher sprechen wir nebenan. Let me know when you are hungry. Lass es mich wissen, wenn du Hunger hast. I will make you a quality meal as thanks for your service to his highness. Werde dir dann als Dank für deinen Dienst an seiner Hoheit ein erstklassiges Mahl zubereiten. Questanzeigen. I have a request. Es gibt da ein Gericht, das ich gern mal zubereiten würde. Aber ich habe nicht genug Gemüse. Nun spiele ich mit dem Gedanken, das nötige Gemüse im Gewächshaus anzubauen. Willst du mir vielleicht helfen? Okay. Baue etwas Gemüse im Gewächshaus an. Bringe die Samen, die Dedou gegeben hat, im Gewächshaus und frage dort die Gewächshausbetraute, wie du etwas anbaust. So. Mal Samen erhalten. I heard about the upcoming mock battle. I want you to know, Professor, that I do not intend to lose. I hereby declare my intention to prevail it. Ich hörte von dem bevorstehenden Übungskampf. Ich möchte dich wissen lassen, dass ich nicht vorhabe zu verlieren. Ich werde auf jeden Fall siegen. Goodness, listen to me. The thrill of competition has carried me away. I won't speak so formally of a class assignment in the future. Jetzt höre sich das einer an. Die Vorfreude auf den Kampf hat mich übermannt. Ich werde in Zukunft nicht mehr so förmlich über unsere Aufgaben reden. Na denn. So, jetzt aber weiter Richtung gleich. Ach, Lord.
Ich mit deinem Haussprecher, ja, machen wir es auch eben. Did you hear the news, Teach? Looks like we're gonna have a good old mock battle between the houses. Hast du schon das Neueste gehört, Magister? Anscheinend haben wir einen guten alten Übungskampf zwischen den Häusern vor uns. The Golden Deer House isn't exactly what you'd call an elite group just yet. So you may want to whip everyone into shape with some extra training. Die goldenen Hirsche sind noch nicht gerade eine Elite-Truppe, also solltest du sie vielleicht mit etwas zusätzlichem Training in Form bringen. After all, competition is only fun if you win. To that end, I'd better prepare as well. Schließlich macht ein Wettkampf nur Spaß, wenn man gewinnt. Ich sollte mich also etwas vorbereiten. You know, I was researching what it's like to live here long before I even enrolled. Want me to fill you in, Teach? Ich habe bereits lange vor meiner Einschreibung Nachforschungen dazu angestellt, wie es ist, hier zu leben. Soll ich mein Wissen mit dir teilen, Magistra? Eieiei, Tutorials, Einrichtungen. Students and teachers of the Officers Academy are all free to use the facilities within the monastery. Studenten und Magister der Militärakademie dürfen die zahlreichen Einrichtungen dieses Klosters nach Belieben benutzen. That means you can chow down with students at the dining hall or get in some one-on-one sparring at the training grounds. Das heißt, du kannst dir zum Beispiel mit anderen Studenten eine Mahlzeit im Speisesaal gönnen oder einen Zweikampf auf dem Übungsplatz bestreiten. As you explore the monastery, try visiting the various facilities and talking to the people who live here. Wenn du dich hier im Kloster umsiehst, solltest du einfach mal bei den verschiedenen Einrichtungen vorbeischauen und mit den Leuten dort. Und das meint er ernst, man kann das wirklich alle. Hinwände und Quests. If you haven't noticed, there are bulletin boards in various places around here. Falls dir das nicht längst selbst aufgefallen ist, es gibt Pinnwände an mehreren Orten im Kloster. Genau, also nicht nur im eigenen Zimmer, auch an diversen anderen Stellen. You can check them out to see posted requests or to find more information about the market. Auf diesen Pinnwänden findest du Aufträge oder Wissenswertes über den Markt. I hear that fulfilling requests can even earn you the right to use more facilities. Mir ist sogar zu Ohren gekommen, dass du Zugang zu neuen Einrichtungen erhältst, wenn du Aufträge erfüllst. The bulletin board gets updated frequently, so it's probably a good idea to check it once a month. Die Pinnwände werden regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht. Darum solltest du sie dir mindestens einmal im Monat ansehen. Aktivitätspunkte. Far be it from me to tell you how to use the facilities, but it's a good idea to be mindful of how you're using your time. Nicht, dass ich dir jetzt vorschreiben will, wie du die Einrichtungen hier zu nutzen hast, aber du solltest immer daran denken, dir deine Zeit gut einzuteilen. If you don't think about how you're spending your free time, it'll be over before you know it. Wenn du nicht darüber nachdenkst, wie du deine freie Zeit nutzen möchtest, ist sie irgendwo vorbei. So, da sind wir bei den Aktivitätspunkten. Also manche Aktionen, wie zum Beispiel das Essen mit deinen Studenten oder, keine Ahnung, mir fällt gerade nichts ein, werden wir gleich sehen noch, verbrauchen dann diese Aktivitätspunkte und danach ist dann deine Freizeit quasi vorbei. Man kann aber trotzdem noch weiter rumrennen und gucken und arbeiten. Also man kann das dann später noch manuell nochmal schließen. Also abschließen die Freizeit. Ja, da. Ja, mit der L. Dozentenrat. Guck mal, hab schon wieder vorgegriffen. Here at the Officers Academy, even professors are expected to study often to help maintain their strong leadership skills. An der Militärakademie wird selbst von Magistern erwartet, dass sie regelmäßig lernen, damit ihre starken Führungsfähigkeiten nicht einschlafen. In other words, students and teachers alike have to strive to grow in every possible field. Mit anderen Worten, nicht nur Studenten, sondern auch Magister sollten ihr stets danach streben, sich in allen Bereichen zu verbessern. Dein Dozentenrang bestimmt den Maximalwert deiner Aktivitätspunkte. Du kannst deinen Dozentenrang steigern, indem du Bücher liest, an bestimmten Aktivitäten teilnimmst oder mit Studenten interagierst. So, was? Eieieiei, so. Hilda, glaube ich. So, about the mock battle that's coming up. You don't mind me sitting it out, do you? Wegen des kommenden Übungskampfes. Es macht doch sicher nichts, wenn ich da aussetze, oder? As a fragile maiden, I'm useless in battle. I'll just cheer everyone on instead. Als zerbrechliches Mägdelein bin ich nicht für den Kampf geeignet, aber ich werde uns anfeuern. Ah, da kommst du nicht drum rum. Katzis.
Übersicht über Unheil. Sind ja auch echt alle rum gerade. Leonie. I'm Captain Gerald's first and best apprentice. I can beat anyone, Professor. Even you, if I have to. Ich bin Kommandant Geralds erster und bester Lehrling. Ich kann jeden besiegen, Magistra, sogar dich, wenn es sein muss. Ist klar. It may have been only for a short time, but I learned from the absolute best. Er hat mich damals zwar nur für kurze Zeit unterrichtet, aber er war der beste Lehrer, den ich je hatte. Da da da. Oh, ich war gerade auf dem Weg zurück in mein Zimmer. Wiedersehen! Hup, weg ist sie. Rain, der gehört zwar nicht zum Haus, aber der hatte das Fest mit dem Essen. Well, there's Dorothea, Hilda and Mercedes. Lady Rhea is quite the beauty too. And I must admit, I've even checked out Professor Manuela once or twice. Also, da hätten wir Dorothea, Hilda und Mercedes. Rhea selbst ist ebenfalls sehr hübsch. Und Magistra Manuela habe ich mir auch schon mal. You know, Professor, I think I'm going to like it at the Officers Academy. There are beautiful girls as far as the eye can see. Muss sagen, Magistra, ich glaube, diese Militärakademie wird mir gefallen. Schöne Frauen, wohin man auch sieht. Es dann zeigen. Professor, I've got a small favor to ask. Wenn ich schon in diesem unsauberen Speisesaal essen muss, dann lade ich ein süßes Mädchen dazu ein. Finde heraus, was sie am liebsten isst und hole das für uns. Sie ist glücklich und ich bin glücklich. Ich habe an alles gedacht. Du kannst im Speisesaal gemeinsam mit anderen essen und sie gut. Hallo, was ist das? Und sie sogar zu ihrer Lieblingsspeise einladen. Sprich mit der Bedienung und frag nach Einzelheiten. Yep. Gut. Ja. Da kann ich im Zimmer noch mal. Ja. Okay, mach mal kurz. Ich komme nicht gern aus meinem Zimmer, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ich hoffe, es ist in Ordnung, Magistra. So. So. Dann würde ich das Gewächshaus und der Fisch. The Great Tree Moon is the best time of the year for naps. Monat des Baumriesen, beste Zeit des Jahres für Nickerchen. I could just forget all about my assignment. Darüber klappt meine Aufgabe. Das ist keine gute Idee. Yeah. Ja. Dann gehen wir mal ins Gewächshaus. Und sprechen mit der Gewächshausbeauftragte. Möchtest du Gärtnern? Ja. Gärtnern ermöglicht es dir, verschiedene Pflanzen zu ernten. Blumen zum Beispiel sind tolle Geschenke. Bestimmte Personen verzieren sogar ihr Zuhause mit den Blumen, die du schenkst. Benutze das Feld. Benutze den Befehl Samenpflanzen, um zu entscheiden, welche Samen du benutzen willst. Eine höhere Anzahl führt zu einer umfangreicheren Ernte, während die Kompatibilität der ausgewählten Samen die Qualität deiner Ernte festlegt. Benutze den Befehl Pflegen, um die Gewächshausbetraute dafür zu bezahlen, dass sie sich um deine Pflanzen kümmert. Je mehr du dabei ausgibst, desto besser ist das Ergebnis. Deine Pflanzen werden eine Woche nach dem Einpflanzen der Samen bereit. Wähle Ernten, um sie einzusammeln, was du eingebaut hast. So. Wähle die Anzahl der Samen mit den Knöpfen und dann den A. Drücke dann den A-Knopf, um abzugeben. Hier, du Samen von dem haben wir. Komm. Nur einen. Also,
Sollen diese Samen gepflanzt werden? Ja. Achso, sorry Leute. Du hast die Samen der Gewächshausbetrauten übergeben. Komm bei deiner nächsten Erkundung an einem freien Tag wieder vorbei, um dir die Ergebnisse anzusehen. Ich werde nur noch pflegen gehen, zum Beispiel mit Magie verstärken. Mit Hermit Wasser übergießen, pfleglich stutzen. Aber wir machen nur mit ein bisschen Magie verstärken. Da. My thanks. Damit ist die Quest erledigt. Danke, das Gewächshaus hier ist unbezahlbar. Wenn wir dort mehr Pflanzen anbauen, können wir auch mehr verschiedene Gerichte zubereiten. Quest erledigt. Muss auch nicht wieder weggebracht werden. So, hier haben wir noch Ash, mit dem wir sprechen können. Oh, did you come to look at the plants too? The greenhouse here is really incredible. Oh, bist du auch hier, um dir die Pflanzen anzusehen? Das Gewächshaus hier ist einfach unglaublich. There are so many rare flowers I'd never seen back home, and herbs I never even knew existed. Es gibt so viele seltene Blumen, die ich zu Hause noch nie gesehen habe, und Kräuter, von denen ich nicht einmal gewusst habe, dass sie existieren. Ich hatte nie viel Interesse an Pflanzen. That's normal. They all looked the same to me before I really studied them. Das ist ganz normal. Für mich haben sie auch alle gleich ausgesehen, bis ich angefangen habe, mit sie zu studieren. You should try looking around the greenhouse sometime if the mood strikes you. Maybe something will catch your eye. Du solltest dich gelegentlich im Gewächshaus umsehen, wenn du Lust hast. Vielleicht findest du ja etwas, das dir gefällt. Leuchtet etwas bläulich leuchtend anpatschen. Rote Blumensamen. Die könnten wir jetzt noch pflanzen. Also blaue Dinger immer. Ja, sieht so schön aus. Hier kommt man aber definitiv weiter. Maybe. Reichwart, Pinnwand, Marian. Göttin, ich bete zu dir. Bitte beschütze uns. Ich dachte, heute wird mal weniger Gelaber, aber ich möchte über Wunschdenken. So. Da haben wir, ne, auch nochmal so eine Pinnwand. Und da stehen nochmal alle Quests drauf. Die eine haben wir ja schon abgeschlossen. So, um jetzt angeln zu können, sprechen wir mit dem Teichwart. Freigeschaltet? Aber wofür habe ich denn dann die Quest gekriegt? Herzkekse. Okay. Dann gehen wir halt erstmal eben. So. Bei dem großen Speisesaal. An der Hogwarts. Ein paar mehr Tische. Man kann wirklich bei fast jedem erkunden, mit so ziemlich jedem Studenten sprechen. Geh jetzt erstmal zu der Bedienung und bestell was zu essen. Hier haben wir dann die Auswahlspezialität des Tages. So, hier sind dann links schön die Studenten aufgelistet und immer die Smileys sind ziemlich selbsterklärend. Das finden die halt gut. Und füllt den Moralbalken auf. Und bei den anderen halt nicht. Die mögen das zwar, aber es füllt den Moralbalken. Dann haben wir noch die Speisekarte. Da kann man sich dann aus den Zutaten, die man so im Haar hat, entsprechend was zubereiten lassen. Und unten drunter die Übersicht, welche Personen das mögen. Wir nehmen jetzt einfach mal die Spezialität des Tages. Und nehmen, es sind immer zwei Personen, die man mit zum Essen nimmt. Keine Ahnung, die oberen beiden. Lissy. So, die heißt jetzt Lissy. Und Marian. Eating delicious food really takes my worries away.
Bei köstlichem Essen vergesse ich all meine Sorgen. Ich mag dieses Gericht. Das war die Leibspeise meines Vaters. Zack. Mannschaft gefestigt. Und die beiden sind voll motiviert. Und der Dozentenrang unten links. Gerade gesehen. Nice. I knew I could count on you. Hatte sich damit auch etwas weiter bewegt. Die Quest wäre damit auch abgeschlossen. Ha, du hattest noch vor mir eine Mahlzeit mit den anderen Leuten. Du hast ja echt dein Tempo drauf. Aber ich komme schon noch zum Zug. Quest erledigt. Und damit haben wir jetzt den Aktivitätspunkt. Oben in der Mitte seht, verbraucht. Aber wie gesagt, ich kann hier noch weiter rumlaufen und mit den Leuten quatschen. Solche Dinge. I'm busy. Do you want something? Bin beschäftigt. Brauchst du etwas? Ich hatte gehofft, mit dir trainieren zu können. Jetzt kann ich nicht, aber lass uns bald mal kämpfen. Ich freue mich schon darauf, dich zu schlagen. Ach, kann ich denn aufwarten? Leuchtet da. Ach so, siehst du, wegen der Fischquest. Das ist Flame. Von der kam die Fischangelquest. Wahrscheinlich müssen wir erstmal mit ihr sprechen, bevor wir angeln können. Hallo, Magistra. Also, ich nenne dich zwar so, aber ich fürchte, ich bin selbst gar keine Studentin hier. Schade. Should the opportunity arise? I would love to become a student and begin my studies in earnest. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, würde ich gern Studentin hier werden und richtig studieren. The monastery is kind enough to provide a sanctuary for my brother and I. He's the only family I have. Freundlicherweise gewährt das Kloster meinem Bruder und mir Zuflucht. Er ist alles, was ich an Familie habe. Quest anzeigen. Might you help me with a favor? Für eine Feier zu Ehren der Heiligen Seslin wird seltener Fisch benötigt. Würdest du mir dabei helfen, ein paar Fische zu fangen, Magister? Reichwart kann dir zeigen, wie man angelt. Fange einen Fisch für die Feier und bring ihn zu Flayn. Gehe mit dem Köder, den Flayn dir gegeben hat, zum Fischteich und sprich mit dem Teichwart, um auszuprobieren, wie man angelt. Ah. Angeln verbraucht, soweit ich mich entsinne, auch keine Aktivitätspunkte. So, dann versuchen wir die. Ja, bitte. So. Also, zum Angeln musst du zuerst einen Köder auswählen. Warte, bis der Schatten des Fisches erscheint, den du fangen möchtest, und drücke den A-Knopf, um den Fisch an den Haken zu legen. Warte jedoch nicht zu lang, sonst haut er mit dem Köder ab. Verringere die Ausdauer des Fisches am Haken, indem du den A-Knopf drückst, wenn die Kreise übereinander sind. Sobald der Fisch keine Ausdauer mehr hat, hast du den Fisch gefangen. Wenn die Angelschnur reißt, entwischt dir der Fisch. Die Widerstandsfähigkeit der Angelschnur steigt zusammen mit dem Dozentenrang. Wenn du mehrmals nacheinander genau im richtigen Moment den A-Knopf drückst, beginnst du eine Combo. Je mehr Combo du schaffst, desto mehr KP verliert der Fisch. Je weniger Fehler du machst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen wertvollen Fisch fängst. Also, ihr werdet gleich sehen, das Fangen ist im Prinzip so ähnlich wie, falls ihr es kennt, das Kampfsystem vom Xenoblade. Auch wenn es komisch klingt. So, Angel ausgeworfen. Und jetzt immer schön. Zack. Zack. Tada. Ganz schwer. Aber zumindest mal ein Angeln, bei dem man nicht einschläft. Der Flayn haben wir gefangen. Die muss man dann jetzt tatsächlich wegbringen. Auf der Minimap seht, die leuchten dann auch immer so ein bisschen, wie mit, ne, so Glühwürmchen. Wie wundervoll! Die heiselige Seslin wird sich ganz gewiss über diesen Fisch freuen. Wenn du wieder einmal angeln willst, sag einfach dem Teichwart Bescheid. Jo, Leute. So, wir können jetzt hier weiter rumlaufen, mit den Leuten quasseln. Hier im Kloster habe ich viel großartige Bildung von vielen großartigen Leuten erfahren. I am hopeful.
wonderful to have learnings from you too. As forever, I will do my best. Ich habe die Hoffnung, auch von dir Bildung zu erfahren. Wie ewig? Ich werde mein Bestes versuchen. Ja, die Ausländerin hat jetzt den komischen Akzent, aber ich tue mir echt schwer damit, das vorzulesen. Okay. Was? Wann das gerade? Sagen? Wir beenden das Erkunden, damit wir vielleicht mal ein paar Kämpfe zu sehen bekommen. Ferdinand hat Geburtstag. Möchtest du für 200 Gold Blumen als Geschenk kaufen? Ja. Much appreciated. Geburtstagsblumen an Ferdinand übergeben. So. Und am Monatsende gibt es halt immer die Option. Mission Rivalität der Häuser. Ein vielversprechender junge Söldnerin wird als neue Magistra für die Militärakademie ausgewählt. Studenten sowie Lehrkräfte sollen voller Neugierde zu, als sie sich dem Übungskampf zwischen den Häusern stellt. So, legen wir mal los. Der Häuser. Time for a mock battle, eh? How should we go about this? Zeit für den Übungskampf, was? Wie gehen wir den am besten an? Well, you'll be our commander, that much is for sure. Just don't screw it up and everything will be great. Also, du bist auf jeden Fall unsere Anführerin, so viel steht fest. Wenn du dir keinen groben Schnitzer erlaubst, wird schon alles gut. Da mache ich mir keine Sorgen. Right. I'll do whatever I can to help too. I mean, I'm kind of obligated to. For example, if I add a little something to their food to upset their stomachs. Gut, ich werde natürlich auch helfen. Meine, das ist ja schließlich meine Pflicht. Ich könnte ihnen zum Beispiel etwas ins Essen tun, damit sie den Magen. Wage es nicht einmal daran zu denken. Yeah, yeah, wink, wink, I read you. You can't officially condone that sort of thing, right? Ja, ja, zwinker, zwinker. Schon kapiert. So etwas kannst du offiziell nicht erlauben, nicht wahr? But say, hypothetically speaking, students from the other houses started racing to the infirmary. Aber nur mal so rein hypothetisch gesprochen. Wenn die Studenten eines anderen Hauses plötzlich alle auf die Krankenstation rennen müssten. As far as anyone knows, it could just be a harmless little stomach bug making the rounds. Wer würde dahinter schon etwas anderes als einen harmlosen kleinen Magen-Darm-Virus vermuten? Well, well, what a fascinating conversation you two are having. May we join? Sieh mal einer an, ihr führt da aber ein interessantes Gespräch. Dürfen wir wohl daran teilhaben? Claude, I can't believe you would stoop to such crooked schemes to gain the advantage. Claude, ich kann nicht glauben, dass du dir mit einem so finsteren Plan einen Vorteil verschaffen willst. Hast du denn gar keine Ehre? If that was really my scheme, I wouldn't be talking about it out in the open. I'm afraid you'll have to wait until our battle to see what's really in store. Hätte ich das wirklich vorgehabt, würde ich nicht so frei darüber reden. Ihr müsst schon den Kampf abwarten, um herauszufinden, was wir vorhaben. It's irrelevant anyhow. Whatever you have planned won't save you from a crushing defeat. Ist auch egal, was immer ihr vorhabt, euch erwartet eine vernichtende Niederlage. She has a point. Still, I'm rather eager to see what sort of schemes that mind of yours conjures up. Da hat sie nicht ganz unrecht, aber ich bin trotzdem ziemlich gespannt, was für hinterlistige Pläne noch in deinem Schädel schlummern. You heard him, Teach. We can't let these fine folks down. Hast du das gehört, Magistra? Wir dürfen diesen braven Leuten nicht enttäuschen. Das wird ein anständiger Kampf. Of course, a fair fight, as all fights are.
Good one, Teach. Play innocent now, so they won't see it coming. Klar doch. Ein anständiger Kampf, wie immer. Raffiniert, Magistra. Einfach unschuldig tun, damit sie nicht an. Oh, how precious. Looks like you and the students have become fast friends. Och, das ist ja herzallerliebst. Offenbar hast du dich mit den Studenten bereits gut angefreundet. While I am pleased that you are taking the initiative to acquaint yourself with the students, I'm afraid it's about time for the faculty strategy meeting. Es ist zwar schön, dass ihr von euch aus auf die Studenten zugeht, aber ich fürchte, die Strategiebesprechung der Fakultät beginnt gleich. I'm sorry, professors. It's about time I return to my training anyway. Claude, Edelgard, until we meet again on the battlefield, farewell. Entschuldige mich bitte, werter Magister. Ich muss sowieso zurück zu meinem Training. Claude, Edelgard, wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. I look forward to assessing your abilities. I hope you don't disappoint. Ich freue mich schon darauf, deine Fähigkeiten zu begutachten. Bitte enttäusch uns nicht. I am grateful. I have gratitude. Tutorial. Magie. Magie kann eine Einheit mit der benötigten Fähigkeit, dass sie neue Angriffs- und Verteidigungsmöglichkeiten bietet. Angriffsmagie muss anstelle einer Waffe ausgerüstet werden, während unterstützende Magie unabhängig von den ausgerüsteten Items gewirkt werden kann. Magie kann immer nur begrenzt oft eingesetzt werden, aber die Anwendungen werden nach jeder Schlacht aufgefüllt. Welche Magie deine Einheiten lernen können, hängt von ihren Fähigkeiten ab. Schwarzmagie und Dunkelmagie werden durch das Studium der Vernunft erlernt, während Weißmagie durch die Entwicklung des Glaubens erworben wird. Kampfvorbereitung. Wähle Einheiten, um auszuwählen, welche Einheiten in den Kampf ziehen. Drücke den A-Knopf, um eine Einheit mitzunehmen oder zurückzulassen. Einheiten, die grün markiert sind, können nicht zurückgelassen werden. Wähle Inventar, um Items zu sortieren, Fertigkeiten und Kampftechniken auszurüsten, Bataillone zuzuweisen oder Charakterklassen zu wechseln. Wähle Karte, um dir das Gebiet und die Platzierung deiner Einheiten darauf anzusehen. Wenn du bereit bist, wähle los, um den Kampf zu beginnen. Was für ein Gequassel. So, hier seht ihr. Die mit den grünen gekreuzten Schwertern kann ich nicht. Die grün hinterlegten. So, die beiden. Also mein Violet und Claude können wir nicht abwählen. Die müssen wir gerade mitnehmen bei diesem Kampf. Die anderen drei, wo nur die grünen Schwerter dran sind, die können wir zum Beispiel abwählen oder halt eben mitnehmen. So, wie viel dürfen wir denn generell mitnehmen? 5. Was haben wir denn da? Lanze. Schwert. Panzerhände. Axt. Okay, damit sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Selber hat auch ein Schwert und Not hat den Bogen und die Axt. So. Inventar, Item. Ja. Ja. Auszoomen, da. Minus. Besser. Zweimal rauszoomen, landen wir auf dieser Strategiekarte. Die durchaus immer ganz praktisch ist. Auf der linken Seite haben wir dann einmal die Übersicht, erstmal den Titel der Quest, die Siegbedingungen, in dem Fall alle Gegner besiegen, und die Niederlagebedingungen, wenn alle meine Einheiten besiegt wurden. Darunter dann nochmal links 5 eigene Truppen und 10 gegnerische Truppen. Eieiei, so. Zurück. Dann mal. Aber ich glaube, jetzt gerade ist die ist eigentlich auch noch ziemlich egal. Verteilung, wie man die Leute. Aber ich kann es ja einfach mal demonstrieren. Hier Marianne zum Beispiel schickt einfach mal nach links.
Der andere ist halt. Dann wir legen jetzt einfach mal los, damit wir in dieser Folge zumindest mal noch irgendwelche Kämpfe abkriegen. Nach Beginnen. Ja. So, this is the stage for the mock battle. The command's all yours. Hier findet also der Übungskampf statt. Du hast das Kommando, Magistra. I'm sure you already understand. But the house that defeats the other two is declared the winner. Na, warte. Ich bin sicher, dass du es schon weißt, aber das Haus, das die anderen besiegt, gewinnt. Incidentally, I'll be overseeing this mock battle, so listen well if you want to win. Außerdem werde ich diesen Übungskampf beaufsichtigen. Hör aufmerksam zu, wenn du gewinnen willst. So, guck mal, was wir bei den Gegnern haben. Man kann bei den Gegnern zum Beispiel auch noch drauf gehen, dann siehst du die Range, wie weit er laufen kann. Wird hier halt immer eingeblendet. Wie weit er laufen kann, wohin er schlagen kann. Und auch die. Mit A kann ich das einloggen. So, so, und dann sieht man, wie weit die jeweils kommen und bis wohin schlagen können. Und mit X kann man von den Gegnern noch jeweils die Detailseite aufrufen, wo die ausgerüsteten Waffen und so weiter im rechten Bereich angezeigt werden. Und links die Statuswerte. Was ich sonst echt die ganze Woche nicht. Also. Ferdinand hat eine Lanze. Das ist ein Magier. Das ist ein Bogenschütze. Aber erstmal ein bisschen vorrücken. Stay focused. Lichter. Waffendreieck. Schwert, Lanze, Axt. Nein. Schwert, Axt, Lanze. So rum. Schwert, Axt. I stand ready. Lanze. Schick. Heilerin. So ein bisschen verdeckt mit. Ready and willing. Fangen wir hier bald. Ja. Bilder geht. So. Haben gezogen, Gegner ist. I will fight on the front lines. I can stop the enemy's advance with grace. Kämpfe in vorderster Reihe. Ich werde dem Vormarsch des Feindes mit all meiner Eleganz ein Ende bereiten. Do you have Lady Edelgard's permission to? I suppose I've no choice but to provide cover. Hast du Edelgards Erlaubnis, einfach so zu? Dann muss ich dir wohl den Rücken frei halten. Thank you, Hubert. We are off to a terrible start. Danke, Hubert. Das geht ja gut los. Ash. Can you move to the front lines? I want to lure the enemy this way. Ash, kannst du in vorderster Linie gehen? Ich will den Feind auf diese Weise hervorlocken. Weise, natürlich. Got it, Your Highness. Leave it to me. Jawohl, Euer Hoheit. Wird erledigt. Once you finish preparing, make your move. Did you? Mercedes, keep our enemy occupied until then. Wenn du soweit bist, greif an. Did you? Mercedes, ihr müsst den Feind inzwischen beschäftigen. I'm on. Kein Problem. Oh ja, wir versuchen unser Bestes. Kurzen Schluck trinken. So, kann weitergehen. Also wie gesagt, Marianne ist eine Zauberin. Und die lassen wir dann natürlich mit dem Zauber Nosferatu angreifen. Wenn ich mich recht entsinne, ist das eine interessante Sache. Genau.
Er richtet zwar Schaden beim Gegner an, heilt aber den zaubernden Charakter selbst um 50% des angerichteten Schadens. So. So, dann gehen wir mal zur Erklärung der, ja, des wichtigsten Bildschirms des Spiels über. Das war hier der Kampfbildschirm. Und zwar wird erstmal Porträts natürlich von den Kontrahenten, in dem Fall meiner Marianne und dem Ferdinand. Die aktuellen Lebenspunkte, Marianne 23 und Ferdinand 16, auch nochmal in Zahlen betitelt, dann einfacher. Und ich habe jetzt ja diesen Angriff quasi schon in Wartestellung, dieses Nosferatu, das seht ihr oben auch nochmal. Der macht 10 Schaden, das ist von der kleinen Tabelle darunter der erste Wert, die Kraft 10. Das ist die Angriffskraft oder der Schaden, den dieser Angriff verursacht. Darunter, die Trefferwahrscheinlichkeit liegt gerade bei 88% und die Crit-Chance ist nicht vorhanden, liegt nämlich bei 0. Dann wirken wir den mal. So, und da die hier quasi zusammengearbeitet haben, die beiden, wird halt die Beziehung verbessert. Machen wir den jetzt alle. Die wird mir jetzt zwar theoretisch auch 5 Schaden zufügen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 45%, aber da ich beim Angreifen eigentlich immer zuerst schlage, kann man das Risiko dann mal eingehen und damit ist er dann down. Ich bin der Sohn von Haus Eyre. Wie habe ich I must need to train harder. Bin der Sohn von Haus Eyre. Wie konnte ich nur verlieren? Ich muss noch mehr trainieren. You didn't give it your all. Another step forward. Und Level up. Und wieder Beziehung verbessert. Und fallen Ash in die Kranke und verursachen 9 Schaden bei 90% Wahrscheinlichkeit. So. Oben geht mit ZR, ZL kann man ihn wie gehabt wieder die Fähigkeiten umschalten. Und andere Waffen hat er leider noch nicht, von daher geht das wieder so. Seht, in dem ersten Übungskampf hat das jetzt keine wahnsinnige Auswirkung gehabt, aber hier zum Beispiel macht der Angriff normalerweise 9 Schaden bei 90% Trefferwahrscheinlichkeit. Mit der Sturmlanze aktiviert machen wir 17 Schaden bei 100% Trefferwahrscheinlichkeit. Ich würde sagen, die Entscheidung fällt da nicht besonders schwer. Nehmen wir den. Gehen wir noch mit Hilda. Ich spiele nochmal mit der Eisenaxt. 13 Schaden, er hat noch 6 Kraftpunkte aktuell. 83% Trefferwahrscheinlichkeit. Und ja, man kann auch bei 99% teilweise noch wirklich daneben hauen. Also man wundert sich manchmal. So. Und manchmal macht es natürlich auch Sinn, wenn man wirklich hundertprozentig sicher gehen will, dass der Gegner auch wirklich platt ist, dann deswegen die Kraft einzusetzen, um eben die Trefferwahrscheinlichkeit zu bringen. Aber hier macht es natürlich nicht wirklich viel. Also einfach mit dem normalen Angriff drauf. Ah, so stark. Ich muss mich nächstes Mal mehr anstrengen. Sorry, did I hurt you? Gut, gehen wir nochmal vor, bleiben aber schön im Wald. Höhere Verteidigung. You are performing as expected, Professor. We will have to face you with our full might. Du schlägst dich wie erwartet, Magistra. Wir müssen dich mit voller Wucht angreifen. Ich werde auch nicht jedes Spiel derart oder jeden Kampf derart kommentieren. Das ist einfach nur mal zur Einführung für Leute, die es nicht kennen. Denke ich ganz gefreut. Falls noch Fragen sind, könnt ihr mir natürlich gerne Kommentare schreiben. So. Dem fallen wir auch mal
Ja. Achso, wenn man spezielle Kampftechniken nehmen möchte, kann man auch in diesem Bildschirm gleich einfach hier auf die Kampftechniken gehen und die da auswählen. Aber ja, ich benutze das eigentlich nicht, aber Geschmackssache. So, hier ist mal ein ganz schönes Beispiel. Er ist zwar Magier, kann aber auch auf kurze Distanz Magie wirken. Heißt, das jetzt so zu tun, wäre eigentlich ziemlich dämlich. Denn ich würde selber 10 Schaden kassieren. Zwar nur mit 68%iger Wahrscheinlichkeit, aber mir ist die definitiv zu hoch. Und das ist das Schöne an diesem Spiel, da macht man das einfach mit B wieder alles rückgängig und nimmt sich einen anderen Card. So zum Beispiel hier den Blut. Drücken wir dahin. Und greifen mit dem Eisenbogen. Okay, der kriegt sogar 13 Schaden. Ja, der Typ ist echt eklig. Ich finde den auch nicht. Unser. Bei den auch nicht. Gucken wir mal. Irgendwer wird schon gut sein. Lorenz. Wie gesagt, ich kenne dieses Team noch nicht, weil ich vorher mit dem Dimitri gespielt habe. Auch noch nicht so optimal. Nee, das lassen wir mal schön sein. Okay, wir nehmen einfach doch die Magie. Oder die hier. Ratu. Macht zwar bei meinen am wenigsten Schaden, macht aber auch leider am Gegner am wenigsten Schaden. Also komm, einfach die. Mit dem Eisenschwert. Kampftechnik was. 19 statt 14. So. Irgendwie müssen wir ihn ja down kriegen. Günstige Mischung. Das ist so in Ordnung. Der macht beim normalen Angriff mit der Eisenlanze 13 Schaden. Gilbert hat noch 8 Lebenspunkte. Also, und da wir immer zuerst ziehen, fangen wir dann normalerweise auch keinen Schaden davon. Die neue Magistra ist ziemlich stark. Ich schätze, das war's für mich. You're outclassed. So. Erst ein paar vorgenommen. So. Kann man dann hier auch abschließend noch Items auswählen und hier zum Beispiel, was bei ihr gerade wäre, mal ein Heilmittel verwenden. Ich glaube, Heilmittel muss ich jetzt nicht weiter erklären. So. Hier, das war ja die Magierin, die Weißmagierin, Marianne, hat jetzt, wenn man die neben einen Verbündeten schickt, dann den Button unterstützen. Damit können wir eine Heilung wirken. Ihr seht. Mann, als hätte ich es geplant. Ist doch ehrlich. So, ich werde jetzt erst die linke Gruppe komplett fertig machen. Dann erst zu den anderen rübergehen. Gucken wir mal, ob wir die ein bisschen rausgelockt haben. Jemand anders? Heilung kann die auch nur 5-mal in einem Zug machen. Derzeit. Von daher nicht übereifrig. We will use the forest to ambush our enemy.
Wir nutzen den Wald als Deckung für unseren Hinterhalt. An alle, ich zähle auf euch. Alles gut, du hast nur noch zwei. If they're waiting in the forest, we do well to take a detour. Wenn sie im Wald warten, sollten wir einen anderen Weg wählen. Links. Denn der Vorteil ist, die kommen da auch nicht mit dem raus. So. Und in den vorherigen Fire Emblem war es so meistens, dass die Bögen einfach nur ein Feld weiterschießen könnten. Das ist jetzt hier anders. Und zwar kann ich mit Hilfe dieser Kampftechniken, also der Fertigkeiten des einzelnen Charakters, auch viel, viel weiter schießen. Also hier zum Beispiel diese Barrikade damit runterschießen könnte. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei erstmal dahingestellt, aber jetzt einfach nur beispielsweise verbraucht natürlich wieder 3 Haltbarkeit von meinem Bogen. Da das aber völliger Nonsens ist, lass mich bleiben. Und warten einfach. Auch noch. Na, schüchtern? Wollt ihr nicht rauskommen? So, aber hier ist jetzt natürlich die Gelegenheit günstig. Denn Edelgard ist eine reine Nahkämpferin, zumindest im Moment noch. Insofern macht es jetzt natürlich Sinn, sich da mit dem Klot hinzustellen und der Deckung. Der wirft die. Jo, die hat einen Wurfball. Ja, wie gemein ist das denn? Beide mit 62% der Trefferchance. Aber ihr seht ja ganz schön mal, dass eine Kampftechnik nicht zwangsläufig besser ist. Denn mit der Kampftechnik Schweifschuss verursachen wir hier nur 10%. Entschuldigung. 10 Schaden. Bei 92%iger Wahrscheinlichkeit allerdings. Ohne Kampftechnik machen wir 2x9 Schaden. Allerdings nur mit 62%iger Wahrscheinlichkeit. Ja, was tun, ne? Ja, wir versuchen es einfach mal. Ja, die Crit-Chance 0, also dass er mehr macht als die 11 Schaden, ist unwahrscheinlich. Also riskieren wir es einfach mal. Look at that, a real life princess. I'll have to be careful not to scar that little face of yours. Sieh einer an, eine echte Prinzessin. Da muss ich ja mächtig aufpassen, dein hübsches Gesicht nicht zu zerkratzen. Careful, Claude. I'll win no matter what. But you're only making things harder for yourself. Vorsicht, Claude. Ich werde sowieso gewinnen, aber mit jedem weiteren Wort wird es nur umso schmerzvoller für dich. Losing hasn't even crossed your mind, has it? Ooh, this will be a bit of a shock then. Verlieren ist ja nicht in den Sinn gekommen, oder? Oh, dann wird das hier wohl ein ziemlicher Schock für dich. Hier einen Schock zu versetzen, war von Anfang an dein Plan, oder? Gucken wir mal. Ach, einmal haben wir schon mal. Jetzt wirft sie dann. So, und dann sind wir nochmal dran. Wie das dazu kommt, erkläre ich dann später. Das. So. Ne, da kann man nur die Barrikade. Ne, das ist ja Blödsinn. So. Ach, wir müssen so ein bisschen hier rumarbeiten. Also gehen wir einfach erstmal. Wir können jetzt theoretisch auch nochmal über das Nosferatu. Aber wie ihr seht, das macht herzlich wenig Sinn. Wir gehen einfach rum. Ich vergaß. So. So viel gequatscht. Too easy. Yeah.
Gucken wir mal. Und machen wir. Nee. Dahin. Gucken, wie es mit der Kampftechnik ist. Dann, ach, so, wir wieder nur den. Dahin, so. Warten. Einfach noch Bilder. So, ihr seht. Es sieht zwar auf den ersten Blick schlecht für mich aus, weil die 12 Schaden verursachen würde, aber wie gesagt, da ich zuerst dran bin, macht das vermutlich nicht. Es sei denn natürlich, bei den 81% Trefferwahrscheinlichkeit verfehle ich und kriege dann doch den Scheiß ab. Schauen wir mal. Meine Güte, die neue Magistra scheint wirklich einiges drauf zu haben. Ich bin trotzdem ein zartes Pflänzchen. Warten. Auch nichts zu tun, einfach nur nachrücken. Warten. Ganz wichtig, einfach nichts übereilen bei diesem Ding. Hat in der Regel alle Zeit der Welt. Wir sind wohl umzingelt. Wenn das so ist, bleibt uns nur, uns den Weg frei zu kämpfen. Uns ist gut, du bist alleine. Gerd. Winkel auch nochmal. Kann manchmal, wie jetzt hier zum Beispiel gerade, sehr hilfreich sein. Ganz bis dahin. Noch hin. Ach gut. Moment. Lorenz lassen wir außen vor, denn die Axt ist stärker gegen den Bär. Also schicken. Heiler Bus war auch schön. In sichere Umgebung und heilen nochmal Klotner. So, habt ihr mal da. Sehen Sie? Heilung kann ich jetzt noch 4-mal in dieser Runde, in diesem Kampf vielmehr, einsetzen. Das füllt sich aber automatisch wieder auf, wenn der Kampf vorbei ist. Heilen kann auch nicht schief gehen, also das hat keinen... Sorry. Es sei denn, es bleibt... Die Leute haben irgendwelche Debuffs drauf an. Gehen die eigentlich immer durch. Finde ich immer scheußlich. So, jetzt habe ich die rausgelockt, kann mich selber in den Wald stellen und habe dadurch natürlich eigentlich bessere Chancen. Seht? Machen wir die noch mit platt. Mit dem einfachen. Schlimmstenfalls riskiere ich nochmal 11 Schaden. Aber gut. There can be no victory unless I defeat you. So be it. Wenn ich gewinnen will, muss ich dich bezwingen. So sei es. Bye. Tada. Sind jetzt Level 3. Such power dwells within. Diese Stärke fehlt in mir.
Nachbarn Adjutanten eingestellt, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja gut, müssen wir beim nächsten Mal nochmal machen. Erinnert mich. Die Level nehme ich auch mit. Zum Rückzug gezwungen. Es wird immer schwerer. Ja. Leg dich nicht mit Aria an. Yes. So, gucken wir mal Manuela. Werfen wir schon mal erst einen Blick. Och, eigentlich sieht das ganz gut aus, oder? 15, 12, 15. Ja, komm, machen wir. Und Crit. Das war ein Crit. Sehr schön. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Okay, sehr schön. So, you've made it past Manuela, eh? I see now I must focus and then make my move. Seht ihr dieses grüne Icon da bei dem Enemy jetzt und gerade auch bei Manuela? Das sind halt Leute, die Items dabei haben. Du hast also Manuela besiegt, hm? Ich muss mich einfach konzentrieren und im richtigen Moment zuschlagen. So, restliche Leute nachziehen und jetzt ziehen wir dann langsam rüber Richtung Dimitris Gruppe. Beautiful work, Professor. But the true challenge starts now. Hervorragend, Magistra, aber jetzt geht's erst richtig los. Vorteilhafterweise kann Mercedes in diesem Stadium noch herzlich wenig. Hinterher wird die echt. Ui, also die. Ich hatte die zur besten Heilerin ausgebildet und parallel noch zur Schwarzmagierin. Also die hat dem echt alles um die Ohren geballert. So, ich vorschlage, wir bleiben mal mit der hier im Wald. Marianne dazu. Stellen auf das Feld. Bin gerade. Das erhöht Heilfeld und erhöht die Verteidigung und Resistenz. Außer bei Fliegern. Jetzt sind ja so Pegasus-Reiter und so. Die fliegen ja im Prinzip betroffen. Und heilt jede Runde KP. Warten. Vorrücken. Und los. Meine ich ja, in dem Stadium kann die nicht wirklich viel. Außer heilen. Heilen kann sie von Anfang an wirklich sehr gut. So, ihr wisst noch, das Waffendreieck. Schwert, Axt, Lanze. Der Du, deswegen habe ich mich mit der hier positioniert. Der Du ist jetzt hier rumgekommen. Ich kann ihm damit schön in die Flanke fallen. Ist ein Axtträger. Ballett, Schwert. So. Macht zwar nicht so wahnsinnig viel Schaden. Manchmal fast. So, richtet bei ihm jetzt 12 Schaden an mit 100%. Wenn wir den Zornesschlag dazu. Ohne. 18 nur 7 Schaden, aber auch 100. Aber 7 ist natürlich ein bisschen sehr dürftig. Also machen wir den dazu. Und hoffen einfach mal, dass die 66% Trefferchance von der Du nicht ausreichen, um dann auch zu treffen. Also, und ihr seht da nochmal, unter Crit geht bei Violet jetzt 4. Das heißt, sie hat auch noch 4% Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer. Denn manchmal muss ich die Gedanken erstmal im Kopf ordnen. So. Hätte man mal daneben hauen können. Aber egal, nicht schlimm. Axti. Lorenz. Jedes. So würde sie ein Leben überbehalten.
natürlich Blödsinn. Also setzen wir die Kampftechnik ein. Damit ist sie dann noch down. Kann ich noch auf die Idee kommen, den nächsten zu heilen. Nicht gebrauchen. Nein, es ist vorbei. Magnificent. Hallo. Bing, bing. I thought I gave it my all. Ich dachte, ich hätte alles gegeben. Ich in dem Zusammenhang jetzt. Okay. So, dann Claude. Bogen. Macht so aktuell 5 Schaden. 6, also das lohnt sich wirklich nicht. Das ist ein typischer Fall von lohnt sich überhaupt gar nicht. Also nehmen wir einfach die 5 und machen weiter. Hilda. Zwischen. 6 und 9. Ich würde sagen, dann nehmen wir die 9 und riskieren die 11 Schaden. Wir können ja noch ein paar Mal heilen und haben ein paar Heiltränke. Oh, Crit. Ach, schön. Kommen wir noch mit Marion von hinten. Ratu und Geb. Apologies, Your Highness. I can go no Tut mir leid, Eure Hoheit. Ich kann nicht mehr. I can't afford to lose. So. Da hinten ist sowieso die weiteste Position, die kann. Und ist ganz, denn da kannst du noch mal eben Pfeile teilen. Much needed. Dann Level up. Gut. Ja. Vorrücke. Pflanzenkämpfer. Also sollte Hilda da eigentlich ganz gute Chancen haben. Und da aber der Hausleader ist, ja, ist das noch wieder was anderes. Er ist Dimitri oder er ist Handyman? Wir machen erst da. Und da. Schauen, wie weit kommt er? Dahin? Ja, da kann er nicht an. KI damit so ein bisschen ärgern und die Leute hervorlocken. Na, das war leider nicht. Aus der Schussbahn lassen. Und einstecken können die wirklich nicht. Nee. Alles gut, er lebt noch, also keine Gedanken. Und nach dem Kampf werden sowieso alle komplett wieder aufgefüllt. Schwert ist gegen Ganze eigentlich nicht der Burner, aber gut. 16. Nehmen wir die 11. You're a tough opponent, but I refuse to yield. Not fool yourself into believing I will hold back. Du bist ein harter Gegner, aber ich gebe nicht auf. Glaub ja nicht, dass ich mich zurücknehme. Oder? Können wir ihm den Rest geben? 13 Schaden. Er hat noch 12, also aus damit. Und auch noch ein Crit. Oh, was hat das aber auf? Ach so, 21%. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Upsa.
Nett. Don't expect much more than... My training was insufficient. I am so sorry, everyone. The rest is up to you. Mein Training hat nicht gereicht. Es tut mir echt leid, Leute. Der Rest liegt in euren Händen. Boot schon hin. Dem zu ganz heilen. Wir haben noch genau 2 Heilungen über, also passt doch. Und Saris war nicht schlimm, dass sie gerade so viel kapiert hat. Ärgerlich ist immer nur, wenn man alles über Heiltränke auf Dauer hat. Und der letzte. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen peinlich für seinen Lehrer, aber na gut. 13 mal 2 Schaden. Aber kurz eine Trefferwahrscheinlichkeit. Ging gar aus. Selbst wenn ich die 10 Schaden kassiere, ist völlig egal, weil der Kampf dann vorbei ist. My goodness. The leadership of someone with actual battle experience is... Meine Güte! Jemand mit echter Kampferfahrung ist wirklich... Ich hatte nicht den Hauch einer Chance. As expected. Ja. Another step forward. Fähigkeitslevel gestiegen. It seems I've exhausted this time. Und damit die Fähigkeit KP plus 5 erlernt. Ein Mittelstufensiegel erhalten. Das machen wir dann. Alright, that's that. The winner of this mock battle is... Also gut, das war's. Der Gewinner dieses Übungskampfes ist... The Golden Deer House. Das Haus der goldenen Hirsche. Wie unerwartet. Great work, everyone. Even if it's just a mock battle, the taste of victory is sugary sweet. Gute Arbeit, Leute. Auch wenn es nur ein Übungskampf war, Siege schmecken einfach wunderbar. Geschlossen hält dieses Spiel zwar Hilda. Motivation von Hilda hat ihr Maximum. Motivation seht ihr gleich im Unterricht. Eieiei. Aufpassen. Ja. Great work, Teach. That was a brilliant win. Klasse Leistung, Magistra. War ein brillanter Sieg. Alle haben sich gut geschlagen. Playing ignorant as to the quality of your command and deflecting the praise to your students. You really are a model professor, Teach. Du lenkst das Lob von dir ab und gibst es an deine Studenten weiter. Du bist wirklich eine vorbildliche Magistra. To be honest, I had a bunch of other schemes planned as well, just in case the situation called for. Ehrlich gesagt hatte ich für den Notfall noch diverse andere Pläne in der Hinterhand. But I didn't have to resort to any of them. I suppose our opponents lucked out. Aber ich musste auf keinen davon zurückgreifen. Unsere Gegner haben echt Glück gehabt. Well met, Professor. The breadth of your skill was on full display today. I must admit that your tactics were masterful. Vorzüglich, Magistra. Du hast heute deine geballte Kompetenz mit Bravour zur Schau gestellt. Wahrlich eine taktische Meisterleistung. I shudder to think what may have transpired had it been Claude leading us into battle. Was hingegen hätte geschehen können, wäre Claude unser Anführer gewesen. Ich wage die Gedanken gar nicht zu Ende zu führen. I noticed that too. We just did what you told us and we won. Ich fand's auch toll. Wir mussten einfach nur das tun, was du uns gesagt hast. Wir haben gewonnen. Das war prima. As expected from a child of the former captain of the Knights. Thank you for today, Professor. I have much to consider. Das war gar nicht anders zu erwarten vom Kind des ehemaligen Kommandanten des Seros Ritter. Danke, Magistra. Ich habe heute viel dazugelernt. I never doubted that our professor would be amazing. It was way too obvious. Don't you agree, Marianne? Ich habe nie daran gezweifelt, dass unsere Magistra einfach großartig sein. Das lag doch auf der Hand. Meinst du nicht auch, Marianne? Me? Oh, yes, of course. Well,
done, Professor. Oh, ich? Oh, ja, natürlich. Gut gemacht, mein Captain Gerald taught his child well. It would have been more of a surprise had our professor proved lacking. War doch klar, dass Kommandant Gerald sein Kind gut unterrichtet hat. Es hätte mich eher überrascht, wenn unser Magistra Probleme gehabt hätte. Don't you think it's a bit harsh to give Gerald all of the credit, Leonie? In any case, it's clear that we only won because of our new mentor's guidance. Findest du es nicht unhöflich, das ganze Lob Gerald zuzuschreiben, Leonie? Den heutigen Sieg haben wir jedenfalls unserer neuen Mentorin zu verdanken. A mercenary's wisdom and techniques are forged in battle. Those are the sorts of things you can only learn through experience, right, Teach? Söldner eignen sich Weisheit und Techniken im Kampf an. Solche Sachen lernt man eben nur durch Erfahrung. Nicht wahr, Magistra? But more importantly, it's time to celebrate our victory. Teach here has yet to try my well-renowned home cooking. Aber vor allem sollten wir jetzt unseren Sieg feiern. Unsere Magistra hier kennt meine allseits beliebte Hausmacherkost ja noch gar nicht. I really do hope you'll join us. After all, I swiped some finely aged cheese from the dining hall for just this occasion. Es wäre wirklich schön, wenn du auch kommst. Ich habe sogar eigens einen schönen reifen Käse aus dem Speisesaal mitgehen lassen. Your work with the students was remarkable. I can see Gerald trained you well. Du hast wirklich bemerkenswerte Arbeit mit deinen Studenten gemacht. Gerald hat dich augenscheinlich gut ausgebildet. I do hope you were able to use the occasion to bond with the students. Ich hoffe, du konntest dabei eine Beziehung zu den Studenten aufbauen. Ja, das konnte ich. I'm so happy to hear it. Nothing would please me more than if you used this coming year to grow closer still. Das freut mich sehr. Auch wäre es schön, wenn ihr in diesem Jahr noch enger zusammenwachsen würdet. Of course, the mock battle was mere practice. The real fight is the battle of the eagle and lion, which will take place during the Wyvern Moon. Natürlich war dies eine reine Übung. Der wahre Kampf ist die Schlacht der Adler und Löwen im Monat des Wyvern. You are expected to properly train your students so as not to humiliate the academy during the long-held tradition that is the coming battle. Ihr müsst eure Studenten gut darauf vorbereiten, auf dass ihr euch bei dieser traditionellen Schlacht nicht blamieren möget. As for today, I have called you here to tell you of your mission for the month ahead. Ich habe dich heute hierher gebeten, um dich über deinen Auftrag für den kommenden Monat zu unterrichten. Your class is to dispose of some bandits causing trouble nearby. Deine Klasse soll sich einiger Banditen ganz in der Nähe Unwesen treiben. Tag. Those affiliated with Garrig Mach Monastery have a moral obligation to help those in need, regardless of social standing. Die Angehörigen des Klosters von Garrig Mach sind moralisch dazu verpflichtet, jeden in Not zu helfen, unabhängig von deren Stand. Students are no exception. Each month before the newly birthed moon departs, each house of students must complete their assigned mission. Studenten bilden da keine Ausnahme. Jeden Monat müssen die Häuser ihre Aufträge bis zum Anfang des neuen Mondes erfüllt haben. You shall work to complete the task at hand alongside your students and report back to the Archbishop before the deadline. Understood? Nehmt euch mit euren Studenten diese Aufgabe an und erstattet der Erzbischöfin vor Ablauf der Frist Bericht. Verstanden? I will soon provide you with the necessary details for your first mission. If I told you now, I expect you would only forget and I despise repeating myself. Ich werde euch schon bald alle Einzelheiten zu eurem ersten Auftrag geben. Täte ich dies jetzt schon, würdet ihr sie sicher bis dahin vergessen. I can sense something special within your heart. I have high hopes for you. In deinem Herzen glaube ich, etwas Besonderes zu spüren. Setze große Hoffnung. Bandits, they say. Banditen, sagen sie? Hm? Do you recall when we first met? You shall not fall so shamelessly again, correct? Kannst du dich noch an unsere letzte Begegnung erinnern? Du wirst doch nicht noch einmal eine solch peinliche Niederlage. Have you no words for me?
Do not tell me that you are shocked to hear from me. Schweigsam, sag nicht, dass es dich überrascht, von mir zu hören. You ought to know that I am always with you now. To hear my voice should not come as a shock. Du musst wissen, dass ich immer bei dir bin. Meine Stimme sollte dich nicht erschrecken. Dann. What is this nonsense? All I was told was to kill as many noble pipsqueaks as possible. Was soll der Quatsch? Ich sollte doch nur so viele adlige Schwächlinge wie möglich töten. Keiner hat etwas davon gesagt, dass wir die verdammten Saros-Ritter auf den Fersen haben. You have proven yourself worthless, distracted by something so trivial. Verlierst du wegen einer solchen Kleinigkeit gleich den Kopf, so zeigt das, wie wertlos du bist. I had hoped you would achieve your goal despite the setback. But now a child of the Knight's former captain is in play. How interesting. Ich hoffte, du würdest dein Ziel dennoch erreichen. Doch interessanterweise hat nun auch noch das Kind des ehemaligen Kommandanten die Bühne betreten. Hey, this isn't what I agreed to. Hey, das alles war so überhaupt nicht abgemacht. Hiring a mercenary as a professor. What was that woman thinking? Söldnerin, Magistra einzuführen. Hat sich dieses Weibsbild gedacht. Are you listening to me? How do we finish? Hörst du mir überhaupt zu? Wie bringen wir die Sache zu Ende? You die. Indem du stirbst. What? Was? Underestimating the Knights was an amateur mistake. One you will pay for. The road to eternal torment awaits you all. Es war ein dilettantischer Fehler, die Ritter zu unterschätzen. Und du wirst teuer dafür bezahlen. Ewige Qualen erwarten euch alle. Now I must locate your replacement. Jetzt muss ich einen Ersatz für dich aus. Wait, get back here. Damn. Halt, komm zurück! Ich verfluche euch! Waschan! Ah, entschuldigt, waren keine 95, waren. Da waren die 95 mit DLC. Part 1. White clouds. Harpstring moon. Familiar scenery. In honor of the saints whose births or deaths took place under this moon, the people perform music once beloved by those divine beings. Whether by harp, by flute, or voice alone, joyous melodies are shared between farmers as they sow their seeds across the vast plains of Tailteen and Gronder. Unterricht. Pause einlegen. Eine untere. Es können neue Bereiche im Kloster erkundet werden. 5000 Gold von der Saros erhalten zur Führung der Aktivitäten in diesem Monat. As you have already been notified, your mission is to subdue some bandits. Wie euch ja bereits gesagt wurde, habt ihr den Auftrag, einige Banditen. Our students have been learning about combat through study, but this is a precious opportunity to provide them with practical experience. Unsere Studenten haben zwar viel Kampftheorie gelernt, aber das ist eine gute Gelegenheit, ihnen Erfahrung zu verschaffen. The Knights will support your mission and are prepared to offer their assistance if necessary. Die Ritter werden euch unterstützen und eingreifen, solltet ihr Hilfe benötigen. In short, this is no mock battle. You must be prepared for anything. Kurz gesagt, das ist kein Übungskampf. Du müsst auf alles vorbereitet sein. You will receive a message from the Knights when it is time to depart. Until then, use your time wisely. Die Ritter werden euch benachrichtigen, wenn ihr aufbrechen sollt. Nutzt bis dahin eure Zeit gut.
More bandits. Not very original, Teach. Noch mehr Banditen. Nicht gerade originell, Magister. Hast du kein Interesse? Well, as long as you're with us, at least things won't be boring. In fact, it may take a turn for the interest. Solange wir dich haben, wird es zumindest nicht langweilig. Es könnte sogar ziemlich interessant werden. And with that, I take my leave to make my final preparations. Und damit verabschiede ich Vorbereitungstreffen. You seem well. Are you adjusting to life at the monastery? Ich hab gedacht, heute muss ich mal nicht ganz so viel lesen, aber das war wohl ein Wunschtraum. Dir scheint es gut zu gehen. Hast du dich schon an das Klosterleben gewöhnt? Noch nicht so recht. Well, I didn't expect it would be easy on you. Also, ich hatte auch nicht erwartet, dass es sonderlich leicht fällt. When we were mercenaries, I handled everything. Als wir noch Söldner waren, habe ich mich um alles gekümmert. Outside of battle, you didn't have much contact with people, did you? Das des Schlachtfeldes hattest du nicht viel Kontakt zu anderen, nicht wahr? I thought being thrown into a swarm of noble brats to teach would be a bit much for you. Ich dachte, vor einen Haufen adliger Göhren gestellt werden würde dich überfordern. It seems I was right to worry. Offenbar war meine Sorge unbegründet. Begründet. By the way, I heard about those bandits. Your first assignment is to take them out, right? Ich habe übrigens von diesem Banditen gehört. Dein erster Auftrag lautet, sie zu besiegen, nicht wahr? That's fairly routine for you by now, but don't forget it's the first real taste of battle for those brats. Das ist zwar für dich Routine, aber denk daran, dass das für diese Gören die erste richtige Schlacht ist. It'll be tougher to sleep at night if you let one of your little pupils die. So stay vigilant and lead them well. Es würde dich um den Schlaf bringen, sollte einer deiner Studenten im Kampf sterben. Passt also gut auf sie auf und sei ihnen eine gute Anführerin. I wish I could offer you my support, but Lady Rhea won't allow. Ich wünschte, ich könnte euch helfen, aber große Rhea gestattet das nicht. For now, I'll try to figure out what she wants from you. Ich werde erstmal versuchen herauszubekommen, was sie von dir will. I don't mind you settling into your life here, but don't let your guard down. Ever. Ich habe nichts dagegen, wenn du dich hier einrichtest, aber sei auf der Hut. Immer. Pause. Hallo? Unterricht? Annette hat Geburtstag. Ab 12. Dann sind etwas abgegraut bis dahin. Sag mal Gott, für Blumen als Geschenk ausgeben. Mach doch mal. Thank you. Ich war nämlich schon beim Erkunden. Im Kloster finden regelmäßig mit unterschiedlichen Ereignissen mit unterschiedlichen Auswirkungen statt. Zum Beispiel solche, die bei bestimmten Charakteren die Vorteile der Aktivität gemeinsam essen. Ereignisse dieser Art werden im Kalender eingetragen. Wähle an deinem freien Tag Erkunden aus, um daran teilzunehmen. Nachher bis es kommen und gehen. Das ist Charakter DLC. Das sind auch noch 10 Stunden zu spielen. Um nach Abyssus zu reisen, sprich mit dem gerissenen Händler in der Nähe deines persönlichen Quartiers. Um zurück zum Kloster zu gelangen, begib dich zum Kloster und wähle Eingang auf der Karte aus. So, aber jetzt machen wir erstmal Pause und sind dann gleich wieder da. Gleich.
So, da sind wir wieder und ein kleines Käffchen habe ich mir gemacht. Und dann kann es jetzt weitergehen. Fürchte zwar, wir kriegen es doch nicht hin, einmal eine Schulwoche zu machen jetzt. Aber gut, jetzt kommt erstmal wieder das Erkunden. Und heute gibt's, kann ich mir das eigentlich irgendwo ansehen nochmal? Da. Prüfungsphase. Ich weiß nicht genau, ich weiß ich gerade wirklich genau zu heißen hat. Details. Ach, guckt mal. Die Fische im Fischteich wachsen schneller als sonst. Das könnte die Gelegenheit sein, um einen großen Fisch zu fangen. Und gemeinsame Mahlzeit. Menü, damit sich Magister und Studenten besser kennenlernen. Iss mit jemandem aus deinem Haus, um die Effekte der Speisen erhöhen sich. Und nicht. Ach. Mögliche Aktionen. Am 11.05.
Am Essen, Gärtnern, Chorprobe, gemeinsam kochen, angeln, Examen, Fortbildung, Aufräumkampf. Gut. Dann gehen wir mal erkunden. Ich dachte zwar, wir kriegen dieses Mal noch mal eine Unterrichtswoche hin, aber in Ordnung. War dann halt das nächste. So, da wird die Karte nochmal erklärt. Du kannst die Karte benutzen, um sofort zu Orten zu gelangen, an denen du bereits warst. Drücke die R-Taste, um die Karte zu öffnen. Wähle ein Zielort aus und drücke den A-Knopf, um hinzureisen. Drücke den X-Knopf, um zu erfahren, wo sich Charaktere und Einrichtungen an einem ausgewählten Ort befinden. Diese Mädchenstimme, was hat das zu bedeuten? So. Gleich wieder Quests rein. Tagebuch brauchen wir gerade nicht, das war ja jetzt hauptsächlich für die Fähigkeiten. Gucken wir mal in die Pinnwand. Lass mich mal kurz ein Schlückchen trinken. Ah, oder auch zwei. Eine Quest von Gerald. Führe ein Bataillon an. Diesen Monat steht eine echte Schlacht bevor. Offenbar sind sogar die Ritter des Seros mit dabei. Wer noch mehr Erfahrung darin braucht, Soldaten anzuführen, sollte bei mir vorbeischauen. Neue Rezepte von der Chefköchin. Ich möchte die Auswahl der Gerichte im Speisesaal aufpolieren. Falls mir jemand irgendwelche guten Rezepte findet, soll mir bitte Bescheid geben. Leidenschaft für Musik. Die Chorleiterin. An alle Studenten, tut eurem Körper und Geist etwas Gutes. Im Chor. Beunruhigende Gerüchte. Nur in diesem Monat steht immer rechts mit dabei. Zettes. Informationen hinsichtlich ungewöhnlicher Truppenbewegungen der Kinder des Westens gesucht. Und dann haben wir noch eine blau gekennzeichnete Quest. Freunde auf vier Pfoten. Ich teile mein Essen immer mit den hungrigen Welpen und Kätzchen. Aber es sind so viele. Kann mir jemand dabei helfen? Also Hunde und Katzen füttern kann man auch noch. Erfüllt zwar, soweit ich mich entsinne, keinen höheren Zweck, aber kann man. Oh, guck mal, eine blaue Markierung. Und zack, süßen Apfeltee. Dieser gerissene Händler, von dem vorhin in Bezug auf den DLC die Rede war, mit dem könnten wir jetzt in den Abyss rein. Aber das wollen wir. Soll ich auf einmal mit den Hunden Zeit? Guck mal, hier ein Hündchen. Den kann man ansprechen. Muss ich wieder irgendwas anderes vorher noch machen? Ah. Okay, also gut. Dann sprechen wir erstmal mit Claude. Der hat hier die Hauptquest. Those bandits really didn't think things through, did they? Die Banditen haben nicht sonderlich weit gedacht, oder? They had to have known the knights would be after them the moment they entered the monastery's turf. Sonst hätte ihnen doch klar sein müssen, dass sie Ärger mit den Rittern bekommen, wenn sie in Garrick Mark solchen Aufruhr veranstalten. Fine by me though. I'm raring for some real combat experience. Any chance to grow is a good thing. Na, mir soll's recht sein. Ich kann es kaum erwarten, mal ein bisschen echte Kampferfahrung zu sammeln. Ist eine gute Chance, sich fortzubilden. Is there anything else you want to ask me, Teach? About living at the monastery or combat, anything like that? Hast du sonst noch irgendwelche Fragen, Magister? Gibt es noch etwas, das du in Bezug aufs Kämpfen oder dein Leben hier wissen möchtest? Nein, möchte ich gerade wirklich nicht. Danke. Dimitri hat auch was zu sagen. Dacht auf der Minimap immer an den Sprechblasen zu erkennen und wenn man direkt davor steht, an dem roten Kranz um die Sprechblasen beim Charakter. Your performance in the mock battle was exceptional, Professor. You have inspired me to follow your example and study even more diligently. Du hast dich im Übungskampf hervorragend geschlagen. Das war inspirierend. Ich will deinem Beispiel folgen und noch härter an mir arbeiten. Perhaps we could train together sometime. I would love to test myself against your sword skills. Womöglich könnten wir ja irgendwann zusammen trainieren. Ich würde meine Schwertkunst gerne an deiner messen. So. Oben diesen lila Balken und den Punkt. Seht ihr jetzt, wir haben jetzt hier 9 Aktivitätspunkte zur Auswahl.
Und damit kann man natürlich schon einiges veranstalten. Dann nehmen wir doch mal den Übungsplatz. Trainingshalle. The next assignment is to drive out bandits? Sounds like some training is in order. Unserer nächsten Mission sollen wir ein paar Banditen vertreiben? Da ist wohl Training angesagt. Tell me something, Professor. When it comes to a one-on-one battle, which is better, strength or skill? Kurze Frage übrigens, Magistra. Im Zweikampf, einer gegen einen, was ist da wohl am wichtigsten? Hohe Kraft oder Geschick? Ich würde sagen Geschick. You might be right, but when it's all said and done, I still think muscle comes out on top. Vielleicht hast du ja recht, aber ich denke trotzdem, dass am Ende rohe Muskelkraft gewinnt. Na, Magistra, bist du hier, um bei meinem schweißtreibenden Training zuzusehen? Oh, that reminds me. I found this small cloth. It's kind of weird. Ach, da fällt mir ein. Schau mal, ich habe so ein komisches kleines Stück Stoff gefunden. Seltsam, nicht? Not really sure what it is, but it works great for wiping up sweat. Keine Ahnung, was das genau ist, aber es eignet sich prima zum Schweißabwischen. So. Kasper ist ein Student aus einem Haus und wenn ich mit ihm gesprochen habe, kommt dann dieser Button rekrutieren. Da einfach mal drauf. Hey, Professor. Here to cause hey Magistra, bist du hier, um Unruhe zu stiften? Nein? Na dann. Whatever, then. Kommt halt im Moment noch. Die Person scheint am Haus von Violet noch nicht hier zu sein. Noch nicht. Das kann sich aber ändern. Kasper schätzt folgende Werte wirklich sehr. Stärke und Faust. Sammle mehr Erfahrung und versuche dann erneut zu rekrutieren. So. Irgendwann finden dann hier jeden Monat auch Battles statt, also zum Beispiel Bogenwettbewerb oder ein Schwertwettbewerb und so weiter. Da schickt man dann quasi die Besten bei der jeweiligen Kategorie aus seinem Haus hin und ja, wir kriegen ein und einen Preis nicht. Meistens ein Geldpreis oder so, was haben wir sonst noch? A moment, please. Okay. Achso, das doch. Schnell reisen wollte ich zeigen. Also nochmal. Also mit R ruft man die Karte auf. Und dann hier einfach Räume navigieren und sieht dann auch rechts gleich, wer da anzukommen. Ich es da eben auch da oben und auch da ist gleich an den kleinen Sprechblasen zu erkennen, mit wem man in dieser Erkundungsphase noch nicht. Und das ist hier. So, wir Schnellreise. Ja. Ja? Denn Gerald sollte direkt hier vorstehen. Da ist er schon. Ach, Magistra, weißt du, wie alt Kommandant Gerald ist? That's enough, Leonie. If I don't know, how could my child know? Genug davon, Leonie. Wenn ich es schon nicht weiß, woher sollte es meine Tochter dann wissen? It's not normal to forget your own age, you know. It's kind of worrisome, actually. Doch nicht normal, sein eigenes Alter zu vergessen. Ich finde das vielmehr besorgniserregend. By the time you're forgetting your own age, you're past the point of caring. Wenn man erstmal so weit ist, dann ist man sein... Wenn man erstmal so weit ist, dass man sein eigenes Alter vergisst, ist es einem grundsätzlich egal. I guess if you put it that way, you've got a point. Jetzt, da ist was dran. Questanzeigen. I have a request. Diesen Monat steht also eine echte Schlacht bevor, was? Ich hörte, selbst die Ritter der Saros seien involviert. Was Taktik angeht, habe ich dich nie viel gelehrt, aber ich habe ein Buch
darüber in meinem Zimmer. Sieh es dir mal an. Von diesem Monat an kannst du Bataillone mit in die Schlacht ziehen. Suche nach der Taktik-Fibel in Jareds Zimmer und schaue sie dir an, um dich auf den neuesten Stand zu annehmen. Anna. Na, wer kennt Anna? Hello there. Are you that new professor everyone's talking Hallöchen, bist du die neue Magistra, von der hier alle sprechen? Name's Anna. I'm a merchant who slings wares all across Fodland and beyond. Ich bin Anna. Als Händlerin verkaufe ich Waren in ganz Fodland und darüber hinaus. I come in here all the time, so I'm sure our paths will cross more. Hopefully much Hier im Kloster schaue ich ständig rein, also sehen wir uns hoffentlich, nein, bestimmt, noch öfter. Da ist die Treppe. So, Dorothea. Oh, Professor. Hey, hallo Magistra. Truth is, my undershirt got blown away by the wind. And it's not important why, it only matters that it's pale blue. Mein Hemdchen wurde vom Wind weggeweht, weil... Nun ja, der Grund ist nicht so wichtig. Jedenfalls war es hellblau. Ich helfe dir suchen. Oh, vielen, so vielen Dank. Wie auch immer man sein Unterhemd verliert, wenn man es anhat. Den wollen wir jetzt noch nicht, bringt sowieso nichts. Bernadetta. Die kommt quasi so gut wie nie da raus. What is it? I'm not doing anything. Was gibt es? Ich tue nichts, ganz und gar nichts. Hey, was macht denn dieser Kuchen hier draußen? Cake? Oh, come on. That's just cruel. Kuchen? Hör schon auf, das ist gemein. Dann. Das wäre dann nämlich hier. Oh, guck mal, da ist nochmal. Und aufsammeln. Pfeffern. Jetzt ist aber langsam wirklich vorbei. Pfefferminztee. Would you kindly do something for me? Mir gehen die Ideen für neuere Gerichte aus. Vielleicht könntest du interessante Rezepte für mich finden. Gewiss findest du Inspiration in Kochbüchern in der Bibliothek oder bei einem Studenten. Sagst du mir dann Bescheid? Sammle Rezepte für die Chefköchin. Die Bibliothek hat viele Kochbücher mit interessanten Rezepten. Du könntest sogar selbst mit dem Kochen anfangen, sobald man dir die Erlaubnis hat, die Küche zu benutzen. Nehmen wir die doch. Ganz am Kochen ist noch nicht. Machen wir erstmal das gemeinsame Mahlzeiten trinken, beispielsweise Tages. Mit. Warte mal. Die aktuelle Moral der Leute. Ja? So was. Dann nehmen wir doch vielleicht. Art. Egal und waren zwar nicht aus, aber das macht. Oh, I love this meal. How did you know? Oh, das mag ich sehr. Woher wusstest du das? This is my favorite. I am rather happy you went out of your way to pick it, Professor. Das ist eins meiner Leibgerichte. Wo hast du das für mich ausgesucht? Auch mit den anderen Häusern kann man Freundschaft aufbauen. So, und oben seht ihr jetzt, Aktivitätspunkte ist weniger geworden. I've got to find out everyone's likes and dislikes, so I know what to cook. Who knows when it'll be my turn at kitchen duty. Ich muss über jeden herausfinden, was er essen mag und was nicht. Wer weiß, wann ich Küchendienst habe und für alle kochen muss. How about you, Professor? Do you like sweet or spicy? Wie sieht es mit dir aus, Magistra? Magst du lieber süßes oder lieber scharfes Essen?
Ich darf es essen, ist besser. Spicy? Ooh, your tastes are so mature. I'll definitely remember that. Scharfes Essen. Oh, du hast so einen erwachsenen Geschmack. Das werde ich mir garantiert merken. Huch, du lädst mich in deine Klasse ein? I'm not sure. There's still a lot I want to learn from my current class. Sorry to disappoint. Ich weiß nicht recht. Ich möchte in meiner aktuellen Klasse noch so vieles lernen. Tut mir leid. Habe ich versehentlich drauf. Dann Annettes folgende Werte wirklich. Ich glaube. Zeit für heute ist rum. Insofern speichern wir jetzt einmal ab. Und ich hoffe, in der nächsten Woche kriegen wir dann endlich mal so eine Unterrichtswoche zu sehen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Woche, schönes Wochenende, macht es gut und wir sehen uns. Ciao, ciao!